Wir sind auf der Zielgeraden in Sachen Vorrunde mit der Partie Schalke gegen Stuttgart. Kurz zwei weitere Paarungen für die Achtelfinals. Wir werden noch sehen, Hertha gegen Hannover 96 und Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Das noch der Vollständigkeit halber. Bevor wir uns jetzt zwei Mannschaften widmen, die hier einen sehr, sehr ordentlichen und einen überragenden Turnierstart erwischt haben. Die Schalker mit 6 Punkten durchmarschiert, 7-2 gegen Osnabrück, 5-1 gegen den HSV und auch die Stuttgarter mit einem ordentlichen Start, 3-3 gegen Hamburg und 5-0. Gegen den VfL Osnabrück, das ist der Pfostenschuss und das Tor von Umut Yildiz für die Schalker. Wie sich hier gestern, gestern für Raunen in der Halle gesorgt haben, würde ich mit einem ganz, ganz klasse Auftritt hier in der Kreissporthalle in Lübeck. Aber auch die Stuttgarter hätten mit einem Dreier die Chance hier noch auf den Gruppensieg. Würden dann auf den ersten FC Nürnberg treffen, die bisher mit 0 Punkten hier aus dem Turnier gegangen sind. Der Tabellenzweite würde auf Arminia Bielefeld treffen. Also sicherlich für Schalke und Stuttgart so oder so zwei Aufgaben, die nicht unlösbar erscheinen. Ein Unentschieden würde den Schalkern zum Gruppensieg reichen. Das kurz zur Situation in der Gruppe. Umut Yildiz ist der Torschütze von eben, der Schalker sicherlich einer der auffälligen Spieler von gestern. Jonathan Kissing fällt mir noch ein und Justin Nice. Das sind so drei prägende Figuren im Spiel der Schalker. Stuttgart mit Erik Hottmann, auf jeden Fall ein ganz, ganz spannender Spieler dabei, jetzt gerade am Ball. Auch Mert Büskülü hat hier einen guten Eindruck hinterlassen. Auf Seiten des VfB. Nächster Schussversuch. Bei Königsblau und das nächste Tor. Justin Nice, eben noch angesprochen. Wieder Abpraller von der Bande, wieder der zweite Ball bei Königsblau. Quasi hier in einer modisch gewagten Weiß-Türkis-Kombination. Thank you.
Ruben Volkert weggerutscht. Aber nichts passiert. Die Stuttgarter bleiben sogar im Ballbesitz. Doch beide Schusschancen werden abgeblockt. Und dann aber der Treffer für den VfB. Günnes, der Torschütze, der Kapitän der Schwaben. Ist ein schöner Hakentrick auf Nice. Und der trifft nur den Pfosten. Also die Schalker bestätigen ihre Form von gestern auf jeden Fall. Defensiv sehr kompakt, offensiv dann. Schöne technische Kabinettstückchen. Aber jetzt die nächste Chance für den VfB. Bastian Fröhlich kann sich da nicht ganz durchsetzen. Wenn wir so ein bisschen auf die Mannschaften schauen, die sich hier vorgetan haben, ist natürlich Bayern München, die einen super starken Eindruck machen. Borussia Dortmund, Mainz 05 und eben die Schalker. Also so ein Revierderby, Schalke gegen Dortmund im Finale, das hätte doch was. Aber der Weg dahin ist natürlich noch weit und ich habe schon zweimal betont, die Vorrunde zählt im nächsten Spiel nichts mehr, denn dann werden die Uhren auf Null gestellt. Und dann hat es eben schon in den letzten Jahren so manche Überraschung im Turnierverlauf gegeben. Die Stuttgarter verlieren den Ball jetzt, die Schalker kontern. Das ist wieder nice, schöne Drehung, gut aufgedreht. Der engen Ballführung. Wieder nice gegen Hottmann. Schön durchgesetzt und den Ball links daneben gelegt. Pfosten wieder. Justin Nice. Das war schön durchgesetzt und schön reingesetzt. Oben rechts, Ahmed Kutucu. Zielsicher zum 3-1 für Schalke. Das war ein schönes Kabinettstückchen von Umut Yunus vom VfB. Kein vollgepfiffen, Tor ist frei, aber dann kriegt Jonathan Kissing den Ball nicht ganz kontrolliert. Das war ein schönes Spiel mit der Bande. Und dann vollendet Umut Günes mit seinem zweiten Treffer des Tages. Schön vorgelegt da von Ruben Volkert. Das war genauso geplant. Die Stuttgarter bleiben im Spiel und zeigen, dass auch mit ihnen zu rechnen ist. Hier das Foulspiel. Pfiffen von Schiedsrichter Krebs.
6 Minuten dauert diese Vorrunde noch an. Dann haben wir die ersten 24 Partien von 40 auch schon wieder rum. Volk hat etwas Glück. Da wird jetzt der gute Ball und das Eigentor. Umut Yildiz kann es auch ins eigene. Zum 3:3 Ausgleich. Abgefälscht und auf die Latte gesetzt. Da pustet Mertens Kühle aber ganz tief durch. Oben Volkert. Torhüter. Gab es schon hier beim Free Recover erfolgreicher aus Stuttgart. Der einzige Keeper, der zweimal zum Torhüter des Turniers ausgezeichnet wurde, und zwar im Jahr 2003 und 2004, war Sven Ulreich, der jetzige Ersatzkeeper vom FC Bayern München. Fast ein Kopfballtor hier. Top-Favorit. Hier sicherlich auf den Titeltorhüter des Turniers der Bayern-Keeper Christian Früchtl. Das natürlich nur vom ersten Eindruck. Ein paar Spiele sind ja noch zu machen. Eckball für Schalke und das Tor für Schalke. Ahmed Kuduchu. Trifft zum 4:3 in einem packenden Gruppenfinale. Ahmed Kuduchu für den FC Schalke 4:3 gespannt. Hier noch die Ermahnung nach Vollspiel an Erik Hottmann. Er der zweitbeste Torschütze der Stuttgarter in der Oberliga. 10 Treffer hat er erzielt in 12 Spielen. War auf der Abrufliste für das Trainingslager der U16-Nationalmannschaft in La Manga in Spanien. Wieder Wechselfehler. Bei Schalke 04. Freistoß für den VfB. Das neue 5 Meter Abstand werden eingefordert. Wie eine Mauer. Alle 5 Schalker Spieler nebeneinander auf der Linie vereint. Wir sind gespannt auf Schalke. Ja, dann muss das Ding wiederholt werden. Ball war noch nicht gespielt.
Sagt Chisita Krebs. Wo ist angehalten? 1,58 noch zu gehen. Jetzt mal die Ermahnung, würde ich erst loszulaufen, sobald der Ball gespielt ist und nicht, wenn der Pfiff erfolgt. Und sie nutzen das als Tor. Erik Hottmann zum 4:4. Ausgleich durch Erik Hottmann. Für die Trophäe 4:4. Folgende Spielminute. Noch alles drin hier. Für den VfB. Der lange Ball, Überzahl für Stuttgart. Schade, wenn er den Ball rüberkriegt. Da wird Kanic, dann wird es gefährlich. So, die Schalker schon wieder im Angriff. Und mit dem 5:4. Es geht Schlag auf Schlag, es geht rauf und runter. Tolle Partie hier. Hohes Niveau. Nächster Schussversuch. Torschütze für Schalke war übrigens Durum Becher. Letzte Spielminute jetzt. In dieser Partie. Fünf-Vier. Nochmal 9 Tore. Zum Abschluss der Vorrunde. Also ich bleib dabei. Das waren richtig geile 2 Tage bisher. Und das, obwohl es noch gar nicht richtig losging. Was soll das erst werden, wenn wir gleich in die K.O.-Runde gehen? Die Vorfreude ist riesig. Und die Empfehlung geht wirklich dahin, sich heute nicht mehr allzu viel vorzunehmen, denn das könnte ein richtig munterer Nachmittag werden, den wir hier zusammen erleben. Stuttgart jetzt mit dem 5. Feldspieler auf der Platte. Und das ist das Tor! Das 5:5 für den VfB. 18 Sekunden sind noch auf der Uhr. Stuttgart hat noch die Chance auf den Gruppensieg. Aber jetzt ist Schalke schon wieder. Es ist ein verrücktes Spiel. 10 Tore. Rauf und runter, viele Aktionen. Guter Schuss nochmal. 3 Sekunden auf der Uhr. Zeit ist nochmal angehalten. Und jetzt ist vorbei. Es geht 5:5 aus. Wir melden uns gleich wieder mit den Achtelfinals.